Trullala. Ich zieh mir gerade mal wieder eine Stunde intellektuelles Geschwafel rein. Und da kommt mir ein Satz wieder, wie soll ich sagen, ein Satz kommt mir da sehr gelegen, um zu belegen, was mich auch schon nachdenklich stimmte. Das zu keinem Gelegenheit auslässt, sich als mutig und zivilcouragiert zu demonstrieren, indem sie etwas unglaublich... Oder so. Ja, aber das sowieso, aber auch indem sie es als mutig stilisiert, sich kritisch über die AfD zu äußern. Wir wissen sofort, was es bedeutet, kritisch über die AfD zu sprechen. Man ist sofort einer sozialen Inklusion ausgeliefert, der man sich nicht entziehen kann. Man kriegt nämlich Eifer von allen Seiten. Genau, das ist eigentlich nur, worauf ich hinaus wollte. Was mir in meinem Fall halt auch sehr verdächtig erscheint, dass ich auch von den klassischen AfD-Bashern null Zuspruch erfahre. Ja, nun, klar, wenn das Bashing darin besteht, Fakten zu veröffentlichen, die die anderen ja auch nicht veröffentlicht haben wollen, dann hält man lieber die Fresse, wa? Ich verstehe das schon, aber sollte auch jeder andere verstehen, was hier vor sich geht. Bumpies und Om.